Und da wird das Kabel gebracht und eingebaut, was uns jetzt unabhängig von der unteren Hälfte macht mit Strom. Oben wird das alles durch das Elektrizitätswerk versorgt, unten durch das. Das heißt, auch das kann abgerissen werden. Sehr gut. Und auch hier, das kann weg. Und damit ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Prison Architect. Das war ein richtig, richtig, richtig blöder Start. Könnt ihr ruhig zugeben. Aber was ich schon gemacht habe, ist hier einmal die Küche schon erweitert unten. Und oben habe ich schon die Schlafsäle fertig gebaut. Da sehe ich gerade, da fehlt aber noch eine Lämpsche. Zack, und komm. So, der Geiz, da kommt auch noch einen hin. Einmal hier noch Strom. Woher kriegen wir den? Von da drüben. Wie machen wir das jetzt? Da geht ein komplett langes Kabel rüber. Von hier. Will ich das so? Da reiße ich das nochmal ab. Ich will jetzt nicht noch ein langes Kabel ziehen. Aber hier drüben fehlt auch noch. Okay, dann machen wir es so. Dann ziehen wir das hier lang. Und machen doch das lange Kabel. Dann sollte theoretisch das auf jeden Fall abgedeckt sein. Das geht hier durch die Tür. Hier könnte ich vielleicht immer noch mal herunterziehen. So. Okay. Aber ja, soweit alles strommäßig jetzt erstmal geregelt. Grob. Sehr gut, das wurde schon mal weggepackt. Die bauen da fleißig ab. Wir können ja nur ein, zwei von den Kondensatoren hier abreißen. Wir können die Küche mal vergrößern. Stromwerk in der Küche her. Da gehört es hin. So. Okay. Unten das hier ist auch jetzt mal gebaut, ne? Dann kann ich doch hier auch mal den ganzen Kack hier wegreißen. Braucht doch keiner mehr hier. Kann auch keiner mehr flüchten. Die Fluchtgefahr, sie besteht nicht mehr. So. Okay. Wie sieht's hier aus? Bauen die hier noch? Gibt's da nicht. 458. Beschleunigen wir mal. Ich habe die Leute übrigens einmal rausgelassen und wieder in Arrest gesetzt. Oh, ich setze jetzt auch tatsächlich länger in Arrest. Ich gucke mir immer die Bedürfnisse an. Oh ja, Freiheit. Familie, Hygiene. Schlafen tun sie dafür jetzt ganz gut. Wann ist denn Duschenszeit? Ich lasse die einfach mal duschen. Tagesordnung. Da. Wo sind wir denn hier? Essen, Freizeit. Dann müssen wir um 5 Uhr morgen, ne, 4 Uhr. Ja, bis 5 Uhr morgens lasse ich die noch mal kurz raus. Ach, ich weiß noch nicht. Ne, ich lasse die nur duschen. Nur duschen. Nur duschen lasse ich sie. Und ihr könnt jetzt mal fleißig bauen. Und wenn ihr Zeit habt, könnt ihr den Mist hier mal, den ihr verzapft habt, wieder abbauen. Okay. Hier unten, ich weiß noch nicht, wo sie weiter sind, ne? Wasser fehlt ja alles noch. Darum geht es mir gerade gar nicht hier. Ah, sehr gut. Das ist versorgt mit warmem Wasser. Müssen wir hier natürlich auch noch machen. Ah, das Ding hat jetzt auch Strom. Dann sollte das ja auch gleich funktionieren. Hab's einmal hier rüberziehen. Und hier dran. Das ist jetzt. Ja. Was passiert eigentlich, wenn ich's. Ne, es geht nicht. Kann es nicht um die Ecke ziehen, das ist schade.
So, hätten wir das. Dann die noch. Und hätten wir das jetzt auch mal mit Wasser versorgt, dann können die da auch schön warm duschen, wenn sie mal wieder raus dürfen, ne? Und zack, ab durch die Zelle. Das verbunden, sehr gut. Erledigt. Es ist 3 Uhr morgens, ne? Ja. Irgendwie macht das von der Spielgeschwindigkeit zwischen 4 und 3 keinen Unterschied. Sehr merkwürdig. Okay, ich habe hier noch eine Leichenhalle übrigens hingebaut, um einfach mal hier die Leichen hinzusetzen. Weil wir etliche Tote mittlerweile hatten. Ich hoffe, die werden noch irgendwann mal abgeholt. Hier stehen nämlich schon die Leichenwagen. Ich glaube, da holt gerade einer eine. Okay, das Lieferzone ist recht voll. Oh, der Lagerbereich auch. Uff. Was ist hier schon wieder los? Den Leichenwagen lagern, da kommt wohl keiner ran, ne? Der ist bewusstlos. Was ist denn hier schon wieder passiert? Er rastet aus, weil er keine Freizeit hat. Ich weiß, aber 6 Stunden müsst ihr noch aushalten. Ich habe keinen Bock mehr, hier noch ein paar Häftlinge zu verlieren. Wir haben nur noch 6 von den 10. Ah, Mist, ich wollte die eigentlich duschen lassen. Ach. Dann lasse ich wenigstens die psychisch Kranken hier duschen. Okay. Ich die jetzt rauslasse, ist Schicht im Schacht, glaube ich. Ich mache es einfach mal kurz. Kommt, geht mal raus. Dann können wir auch schnell mal hier das wegmachen. Oh, sehr gut, das war vielleicht gar nicht so eine doofe Idee, dass wir mal wegmachen und den Innenbereich ausräumen. Ach, die kloppen sich natürlich gleich wieder, oder? Nein, ich will das weghaben hier. Bewusstlos, schwer verletzt, bewusstlos, schwer verletzt. Was ist da denn los? Okay, es war keiner von denen irgendwie ein Spitzel oder so. Hoffe ich. Ich muss die mal eben hier, weil ich da nicht sicher bin, mal hier in die Krankenstation verlegen lassen. So, weil sonst habe ich Angst, dass die mir flöten gehen. Und dann haben wir noch ein weniger. Und die sollen nur schnell duschen dürfen. Ich glaube, das ist keine gute Idee, die duschen zu lassen, oder? Also wenn ich noch einen verliere bei überlebenden Zeugen, dann bleiben sie auf jeden Fall drin. Ja, okay, Dusche, Dusche. Geht mal alle duschen, bitte. Ohne euch zu töten. Will keiner von euch duschen? Doch. Okay. Komm. Ich glaube, Hygiene war ja am schlimmsten bei den Bedürfnissen, ne? Ja, jetzt ist es Familie und Freiheit. Nein, es sind tatsächlich 5 geworden. Verdammt. Nee, Leute, komm. Einmal gutmütig geworden, schon nutzt das wieder aus. Schweinerei. Da könnt ihr mich mal. So, dann kommt die hier weg. Abreißen. Abreißen, da kommen wieder Wände hin dann. So. Hier können noch ein paar weg. Wir haben nur noch 412 Zellen.
Warum haben wir nur noch 412? Weil wir die jetzt hier weggenommen haben, aber die zählen wohl nicht, oder was? Wir sind ja alle noch nicht fertig. Was fehlt hier noch? Innenbereich. Es sind da, glaube ich, noch gar keine Toiletten gebaut hier hinten, oder? Kann das sein? Habe ich eigentlich zu wenig Mitarbeiter hier? Ich stelle mal nochmal 10 ein. So. Wachen reichen noch. Ich stelle vor. Einfach noch ein Pauschal nochmal 10 ein. Krankenpfleger. Auch nochmal ein paar. So. Okay, 46 Minuten. Kommt ja, das wird wohl jetzt. Die Hälfte wird hoffentlich okay sein als Zeugen. Aha. Siehst du, nur gut, dass ich einen Metalldetektor hingebaut habe. Können hier weniger schmuggeln. Kommen noch Wände rein. Dann kommen hier Bäume. Gepolsterte Einzelzelle. Und oben kommt Einzelhaft. So. Lichter mal jetzt nicht. Dauert zu lange. So, dann können wir ja noch mal schnell hier die verbinden. Und dann nie. Hier hätte ich die gern dran. Ja. Und so. Hops. Dann beobachtet die mal, dass die hier keinen Unfug treiben. Aber mittlerweile, durch die Kamera, kann es sein, dass die jetzt weniger Unfug betreiben? Das wäre schön. Komm, Betonwand, Betonwand. Und die Wände bitte abreißen. So. Und dann müssen wir uns demnächst mal um die Küche hier kümmern. Aber ganz ehrlich, ich würde jetzt gerne die Häftlingskapazität erhöht haben. Doch nicht. Einmal noch gucken, wie groß das hier insgesamt ist. Mit Mauern 21. Also 20 ohne Mauer. So. Dann baue ich da nämlich noch Schlafsäle hin. Tür rein, damit das gebaut werden kann. Die Gärtner kommen hier nicht rein. Okay, wird gerade aufgemacht. Hier scheint das Wasser. Oh ne, hier oben wollten wir gucken. Hier scheint das Wasser jetzt zu funktionieren. Sehr gut. Ach man. Oh. Hier kommt noch eine Wand eigentlich hin. Machen wir auch gleich mal hier die Wände. Ich glaube, da werden wir demnächst auch wieder welche brauchen. Auch wenn allerdings die immer noch keinen Zugang zur Kinderkrippe haben, verstehe ich nicht. Naja. Okay. So Kleinigkeiten mal ja erledigen zwischendurch. Abreißen und warum ist da eigentlich doch mal hinbauen, aber. Warum ist das so grün, als ob das ein Draußenbereich wäre? Und warum ist hier zu? So. Da scheint auf jeden Fall kein. Verstehe ich nicht. Okay, egal. Der liegt immer noch hier, der wird wohl nie abgeholt. Da können wir auch mal wieder Beton hin machen. Und die Brücke, ich habe die Brücke abgebaut. Ich weiß gar nicht, war die dabei oder habe ich das einfach so gemacht? Weil da haben nur Leute drauf rumgebackt. Und da ist einfach nichts mehr rumgekommen. Die sind einfach verwahrlost auf der Brücke und haben nur Probleme gemacht.
Deswegen wird mir, glaube ich, auch die ganze Zeit auch einer angezeigt, dem keine Zelle zugewiesen werden kann. Weil hier vorne. Oh ne, hier sind welche, eine Verwahrungszelle. Was sind das für welche? Die haben keinen Platz mehr. Oder was? Wohl nicht, die sind eine Verwahrungszelle. Ich glaube, das zählt nicht. Steht ja, und auch nur ein Häftling kann keine Zelle zugewiesen werden. Deswegen, hier vorne ist halt keiner, dem keine Zelle zugewiesen werden kann. Deswegen verstehe ich halt das Ganze nicht. Und ich glaube, also das hat hier rumgebackt, als er auf der Brücke war. Und ich glaube, das ist der hier. Oh, der ist jetzt hier. Da, den kriegt man nicht weg. Naja. Gut. Nummernschilder waren abgeschlossen. Ja, aber irgendwie. Also ich schließe die natürlich jetzt die ganze Zeit ein. Dann können die auch keine Bildung machen. Aber die Aufgabe haben wir jetzt erledigt. Ne? Dann können die auch mal wieder raus. Alter, jetzt geht's bestimmt rund, Alter. Es sterben bestimmt richtig viele. Lass mal ein bisschen schneller laufen. Was mich wundert, warum machen die hier hinten nicht weiter? Warte mal hier, ich gehe mal auf die Toilette in Warteschlange. Fehlgeschlagen, umschlossen, von Wänden und Türen eingerahmt. Kann nicht sein. Gefängnistür. Dann müssen wir die Tür noch installieren oder was? Aber auf jeden Fall läuft hier noch ein, zwei Mal einer hinter und baut hier was rein. Immerhin, es passiert etwas. Guck mal, es ist schon hier auf 33 gestiegen. Das ist immer, wenn hier was gebaut wird, was fertig wird. Dann. Genau, 34. Der hat jetzt das Bett gebaut, die Zelle ist fertig. 34 hat sich gesteigert. Okay, dann müssen die das halt nur zu Ende bauen hier. Das dauert natürlich seine Zeit. Boah. Aber es ist so lange dauert, hätte ich nicht gedacht. Das hier ging ja recht flott. Wahrscheinlich, weil die jetzt allen allem gleichzeitig bauen und das dann. Ja. Mal hier, mal da. Wie im echten Leben halt. Das ist hier total verschoben. Verdammt. Ach nee. Kann ich das hier abbrechen? Ach, ist total daneben gebaut worden hier. Oh. Verdammt. Okay, nehmen wir das nochmal. Bauen das hier rein. Das heißt, wir müssen ja komplett umbauen. Ding, 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 ding. Nutzt bloß nicht, was da ist. Okay, der Raum ist fertig. Das heißt, ist das die Wand hier? Die Verlängerung, ja. Ab einmal in die Mitte. 19. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Das heißt, hier ist die Mitte. So. Und hier auch nochmal. Dann haben wir hier auch nochmal 4 Schlafsäle. Da muss ich natürlich überall Türen reinbauen noch. Komm, jetzt machen wir. Da eine Tür und da eine Tür. Und dann kopieren wir das von da oben rein. Ne? Schnelles Bauen, klonen. Nein. Drehen, dass die Toiletten oben sind, ja. Zu wenig Kapital. Uiuiui. Oh, oh. Müssen wir doch nochmal Kredit aufnehmen. Weil das will ich jetzt schon bauen. So. Und dann müssen wir wahrscheinlich wieder Häftlinge aufnehmen, oder wir wissen. Ich rede zu schnell. Damit wir wieder ein bisschen Geld bekommen. Jo. Machen wir mal wieder so. Kapazitäten müssten wir langsam haben. Die eine Reihe zum Beispiel ist komplett frei und unbesetzt. Natürlich fehlt da noch das
Wasserchen, aber. Warte mal, hier drüben hat das auch gereicht, ne, oder? Ich weiß nicht, aber das ist ein bisschen kürzer. Ich hoffe einfach mal, das reicht, wenn ich hier die Rohre von hier drüber lege. Versuchen wir es einfach mal. Und ich muss da halt ein Rohr rüber. Und hier noch. Hab ich hier eigentlich schon? Ich glaube, hier habe ich noch nicht. So. Na, dann baut das mal. Oh, unten die Reihe ist auch schon fertig. Das gefällt mir. Das gehört da nicht hin. Okay, hier einmal noch bis hier hin. Und einmal bis hier hin. Und von hier bis dahin. Und hier bis dort. Und dort bis hier. Hier sind schon mehr als vier. Und letzte Reihe. So. Sehr gut, dann ist das auch soweit gemacht. Hier wird schon langsam abgerissen. Ach, hier haben so viele Baustellen hier. Kein Wunder, dass es so lange dauert. Aber ich weiß nicht, ich finde, es sieht cool aus. Ich muss es natürlich noch beleuchten. Küche müssen wir noch machen. Die läuft aber erstmal so noch. Die essen ja hoffentlich Nahrung. 18%, das ist echt mau. Das ist echt wenig. Bedürfnisse, Nahrung, ja. Also dürfen nicht erfüllt wird. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Erholung. Zu wenig Schlaf, das kann auch nicht sein. Nee, Schlaf. Erholung. Die können den Blöder nachkommen, indem sie Gemeinschaftsbereich ihres Gefängnisses, Objektiv, Fernseher und Radio zur Unterhaltung aufstellen. Aber haben wir doch. Wo ist denn der Gemeinschaftsraum? Ich hab den noch hier irgendwo gebaut. Hier, Gemeinschaftsraum. Geht hier ab. Okay. Da ging wohl die Sitzung schief. Was ist hier schon wieder los? Hä? 2, 3, 4, 5 ist doch eine Mindestgröße von 5. Was ist da denn passiert? Raum. Postraum. Ja, irgendwas ist hier verkehrt gelaufen. So. Er müsste jetzt gleich wieder funktionieren. Und vier können da arbeiten. Okay. Die Küche möchte ich einmal noch. Also da können welche arbeiten, bitte. Einmal Räume und Küche erweitern. Wahrscheinlich wird das jetzt wieder gelöscht, oder? Steht jetzt das Wort Küche? Irgendwie fehlt mir das Wort. Ach, hier drüben. Küche. Okay. Raumanforderung. Irgendwas stimmt ja nicht. Na gut, jetzt ist es weg. Okay. Küche steht. Die komplette. Dann können wir jetzt nochmal gucken bei Logistik. Ja, das hat dann. Dieser hat es nicht gespeichert. Verstehe ich manchmal nicht. Bei Einsatz machen wir einmal den eingeschränkten Bereich, damit die Häftlinge nicht ständig reinkommen, außer die hier arbeiten. Dann hätten wir das schon mal wieder. So, hier können wir noch bei Einsatz sagen. Ich würde gerne sagen, dass nur die
Normalus hat ja keinen Zutritt haben, weil sonst können die ja immer noch hier rübergehen. Die psychisch Kranken immer noch hier rübergehen. Machen die aber aktuell nicht, ne? Ist keiner drüben. Vielleicht läuft das ja auch von alleine. Das wäre ja mal erquickend. Okay. Wie sieht's hier vorne aus? Die Leichenwagen können. Ja, warum passiert denn hier nichts? Hallo? Die stapeln sich hier, aber fahren nicht weg. Stresst man nicht rum. ...415 ist schon wieder weniger geworden. Warum? Das war doch schon mal bei 430. Ich verstehe es teilweise nicht. Weil die ja nicht mehr funktioniert. Eine Toilette. Hat er doch. Umgeben von Wänden. Hä, was ist dann hier schon wieder passiert? Ah! Spiel! Spiel bringt mich zum Verzweifeln. Das ist auch kein... Hä? Was ist hier passiert? Ich verstehe es nicht. Ganz normalen Schlafsaal, bitte. Funktioniert wieder. Hopp. Ist umschlossen von Wänden. Ja, sehr gut. 481. Oh, Leute. Die machen mich noch verrückt hier. Das heißt, wir haben bald 1, 2, 3, 4, 5, nee, 6, 7, 8. Oh, es wird knapp. Obwohl, wenn die hier fertig sind, dann sollte es laufen. Eigentlich, wenn hier die ersten Betten drin stehen und Toiletten sind ja schon drin, müsste das doch schon als Raum zählen. Umschlossen von Wänden. Wahrscheinlich ist es erst fertig, wenn alles gebaut ist, oder? Das wäre ja blöd. Bei umschlossen von Wänden müsste es sein, außer es hat sich jetzt hier wieder... Kann nicht mehr tippen. Ist hier wieder verzogen. Ja, war klar. Hab ich natürlich so mitkopiert. Also war es vorher schon so. Aber warum? Okay, das heißt, wenn jetzt noch ein Raum fertig ist, eigentlich müsste der ja auch gleich fertig sein. Wenn er ihr klarkommt, sein Leben. Hallo? Habe ich doch jetzt richtig gemacht, oder? Schlafsaal. Aber 8 Stück. Der ist fertig. Der hat eine Toilette. Ah, jetzt. Sehr gut. Ah, oh, Leute, haben es endlich geschafft. Ah. Hat doch lang genug gedauert. Aber jetzt haben wir endlich auch den Erfolg abgeschlossen. Gibt es jetzt noch einen weiteren Zuschuss, den wir hier aufgedeckt haben? Weil hier steht einer mehr verdeckt. Keine Ahnung, was das hier zu bedeuten hat. Besserung durch Bildung. Ja, 5 haben bis jetzt abgeschlossen. Mal gucken, ob Allgemeinbildung auch noch einer macht, beziehungsweise abschließt. Einer ist immer noch interessiert. Ah, jetzt macht er den auch. Naja, gut. Aber wenigstens haben wir das geschafft. Das war mein Ziel für die heutige Folge. Und in der nächsten kümmern wir uns auf jeden Fall um die Küche hier. Da freue ich mich schon drauf. Das ist mal eine Abwechslung dann. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und ciao.